Männer, let's talk about Sex. Lasst uns über Sex reden. Hier bin ich wieder, Sandra. Und wie ihr wisst, bin ich Beziehungscoach. Heute möchte ich mit euch über eure aktuelle Beziehungsform reden. Ist es nicht so, dass die meisten von euch in einer monogamen Beziehung leben? Aber habt ihr manchmal Zweifel und überlegt, ob diese Art der Beziehungsform überhaupt die richtige noch für euch ist? Beziehungen verändern sich ja und auch ihr verändert euch. Und es könnte ja sein, dass die Monogamie gerade gar nicht mehr das ist, was ihr eigentlich wollt. Und habt ihr vielleicht Angst, das mit eurer Partnerin zu besprechen? Und vielleicht wisst ihr auch gar nicht, wie ihr das mit eurer Partnerin besprechen sollt. Und habt ihr vielleicht auch Zweifel, weil ihr denkt, oh, offene Beziehung ist ja ganz toll, aber nur, wenn ihr als Männer sie leben könnt, aber eurer Frau das vielleicht nicht zugestehen wollt? Eins ist mal Fakt, die offene Beziehung kann richtig, richtig wehtun. Und in einer offenen Beziehung müsst ihr viel, viel mehr Arbeit investieren. Ihr müsst viel mehr miteinander kommunizieren und ihr müsst viel offener und viel ehrlicher miteinander umgehen. Und wenn ihr vorhabt, eine offene Beziehung zu führen, weil es euch ausschließlich um Sex mit anderen Frauen geht, dann könnt ihr euch das gleich abschminken. Denn eine offene Beziehung ist viel, viel mehr. Es geht natürlich um Abenteuer. Es geht um Ausprobieren. Alles klar. Aber es geht auch um Freiheit. Und es geht auch um Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ihr das und andere Themen mit mir besprechen wollt, dann ist der Stammtisch genau das Richtige für euch, den ich nur für euch ins Leben gerufen habe. Ihr wisst ja, ab Oktober startet er. Habe ich euch neugierig gemacht? Dann meldet euch bei mir an. Den Link dazu findet ihr in meiner Bio. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.